Einen crazy Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen PvP-Video. Wir spielen auf dem Hypixel-Server Arena Brawl. Mein Teamkollege, wir machen 2 gegen 2, ist der liebe Schematics. Moin. Und mit im Chat ist auch noch der liebe Accuplays. Der irgendwie mal wieder seinen Scheiß fresselt. Ganz ruhig. Auf jeden Fall, das heutige Thema, während wir dabei zocken, ist, also mir wurde gesagt, wir sollen Themen nehmen. Finde ich eine gute Idee und weil ich eigentlich Varo sehr verfolgt habe und... Ja, und ich für Zombie und GLP, also Zomger war, und heute, eigentlich gestern, den 3.5. hat man das Video gesehen, dass sie rausgeflogen sind, bin ich leider etwas enttäuscht und ja... beide Favoriten von mir sind raus eigentlich. Einmal Herr Bergmann und der liebe Dena. Sind die beiden AFK? Ja, dürfte sein. Okay, dann gehe ich da jetzt einfach rein. So. Dann haben wir jetzt hier eine chillige Runde. Oh. Und ja. Ich sag mal so, ist leider aus mit denen. Aber passiert, was sag mal, hältst du davon? Also red einfach mal mit, ich will nicht jetzt hier die ganze Zeit alleine reden. Keine Ahnung, sondern was schon noch relativ gut aufgerüstet, haben sich auch stetig Zeug und so gekrallt. Also sein Schwert. Rüstung haben die glaube ich nicht bekommen und. Ach, wir haben gewonnen, der ist gelieft. So, krass. So, ich geh mal meine Siegesserie in Punkte verwandeln eben. Wunderschön. Also, die haben war auch ein sehr gut ausgerüstetes Stream. Ich glaube, was jetzt noch gefährlich werden könnte, wäre eben Spark und Sips gewesen. Die waren ja voll dir. Und niemand hätte erwartet, dass sie einfach durch Mr. Morgame und Castcrafter sterben. Ja, fand ich echt schade. Das war wirklich schade. Aber es passiert und. Ja, das PvP-Projekt. Stimmt, eben. Spark of Phoenix ist auch noch drin, ne? Ja, der ist eben echt hart. Ja, die haben sich ja am Anfang die ganze Zeit im Spawn verkämpft, ne? Muss man ja ganz offen so sagen. Mhm. Ich weiß jetzt, ich habe nach einer Zeit nicht mehr geguckt bei denen. Müsste ich eigentlich mal wieder reinschalten? Auf jeden Fall, Herr Bergmann, natürlich durch Petrit, voll der Hinterhalt, aber das ist schon etwas länger her. Auch schade gewesen, aber was soll man sagen? Zurzeit Favoriten von mir sind jetzt der gute... Debitor und Revi. Debitor und Revi sind jetzt, aber auch, wem ich es auch gönne, ist jetzt wirklich hier. Wie heißt er? Ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Du kennst ihn. Castcrafter und, ja, genau, die sind jetzt auch relativ gut. Meiner Meinung nach, könnten sie auch schaffen. Komm, die heilen. Oder geh dich heilen. Geschnappt. So, den fick ich jetzt mal eben hier. So, den anderen muss ich auch. Ja, also mein Favorit gerade sind die Conzone, also Concrafter und Potato Zone. Ja. Und ja, die gefährlichen Typen sind eben noch Spark und Mr. Morgan und Castcrafter eben da, die auch dir sind. Ja. So, ja, den anderen habe ich gleich, warte. Nein. Ich weiß nicht, was sagen soll. Es gibt ja, es wird ja auch bald ein nächstes Projekt geben, hat ungefähr auch gesagt. Ja, bin ich mal gespannt. Mhm, also danach wird auf jeden Fall noch ein Projekt geben. Was ja auch dann wieder mehr in die Building Phase gehen soll. Oh, ich habe da nicht. So. Alter, jetzt geh doch mal drauf. Ah, ja, endlich. Wunderschön. Gut. Welchen Platz bist du denn? Ich bin 1067 Rang. 1067. 1075. Ja, okay. Ist eben gerade schwer darüber zu labern, da man kann eben nichts Eindeutiges sagen. Das ist ein bisschen scheiße, war, dass es ein bisschen unüberlegt war von Zombie und GIP reinzugehen, einfach in diesen engen Raum, wo die schon beide bereit standen. Ja, das war echt unbelegt. Aber ganz ehrlich, wie viel Leben hatten die denn eigentlich? Weil guck mal. Mr. Moore wurde so oft mit den Pfeilen getroffen am Anfang. Ja, es ging. Ich habe mir glaube ich auch mal die Folge angesehen und zwar relativ knapp. Also bei Mr. Moore Game nochmal angesehen. Der hatte glaube ich am Ende noch ein Herz und der wäre fast durch Castcrafter dann nochmal gestorben, weil der ihn nochmal angehittet hat. Oh, okay. Ja, was auch schade ist, ist Tuddle. Wie der gestorben ist, habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich gespoilert wurde und dann keinen Bock mehr hatte zu gucken.
Ich habe es jetzt leider auch nicht gesehen. Ich habe mich durch die Twitter-Seite informiert. @varonews, falls es jemanden interessiert. Da kann man sich immer die News durchlesen, aber relativ große Spoiler eben. Das ist eben, falls man keine Zeit hat, alle Folgen zu gucken. Da habe ich auch gesehen, dass alle gestorben sind. Aber ich sag mal so, ist jetzt halt so und ist halt ein geiles Projekt. Und Ja, ist echt. jetzt mal so für die kleineren YouTuber, wo das Fanbaro damals auf dem Let's Play Forum angekündigt worden ist. Was ich da echt scheiße fand, waren dann die ganzen Hate-Kommentare für Nachmache. Ich finde es so, wenn man ein Projekt geil findet, wie jetzt zum Beispiel Varo, und die das nicht mehr nachmachen, sondern das als Fan-Varo machen, finde ich das eigentlich ganz okay, weil was sollen so große, kleine YouTuber sonst machen? Die können halt nicht mit den großen YouTubern oder zusammenarbeiten. Da machen die sich halt so ein kleines Projekt. Sowas finde ich Also. natürlich auch ein bisschen scheiße, wenn einfach Hate für Nachmachen kommt. Ich meine, ich glaube, ungespielt selbst hat man sowas gesagt, dass es ihn auch nicht stört. Weil das ist ja Nachmachen so eine Form von Wunder. Man sagt zum Beispiel, ja, das Projekt gefällt mir und deswegen mache ich es auch machen. Ungefähr. Ja. Wie findet man das ja? Du stirbst gerade. Ja, Tot. egal, ich war gerade in den Soundeinstellungen, weil ich merke gerade, dass der Sound sowas von laut ist, dass man dich kaum noch versteht. Wunderschön. Aber du schaffst das, oder? Ich hoffe, naja, ist gerade schwierig. Hab gerade noch meinen Hol dir Halsschutz das auf. Double-Ding. Scheiße, der holt sich das jetzt. Jetzt hat er Double Damage. Fuck. Okay, wegrennen. Ah, Mann. Ich hasse Komm, du sowas. schaffst das. Nein, ich kann nicht rennen. Oh fuck. Komm, das wird knapp. Hau den Feuerball drauf. Ja, ich warte, bis der Double Damage um ist. Okay. Power up. Nein, er heilt Nein, sich. ah, Der verdammt. hat so ein Glück. Warte 10 Sekunden. Na, komm, komm, komm. Du hast noch 15 Leben, du brauchst unbedingt einen Heal. Nein! Nein! Egal. Schlecht. GG. Ah. Auf jeden Fall, wir machen noch eine Runde, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall, wie kann man das jetzt noch so sagen? Ja, wie du schon sagtest, Simon sagte da auch noch was zu. Kannst du mal ganz kurz reden? Meine Mom kommt gerade. Ich muss mal kurz zu meiner Mom, ich Wunderschön. komme sofort wieder. Okay. Super. Was soll man so groß sagen? Naja, es wird eben auf jeden Fall ein neues Projekt nachfolgen. Was auf jeden Fall total scheiße ist, sind diese kleinen Fanboys, die dann immer unter den jeweiligen Kommentaren, zum Beispiel von Mr. Morgame, haten, dass JLP und Samir tot sind und dass die, keine Ahnung, total unfair wären oder so. Natürlich jeden auf und man muss sich eben immer noch klar machen, dass es nur ein Spiel ist. Die waren ja auch mein Favorit. Somger. Und ich habe jetzt auch nicht so richtig hart gehatet, sondern So, einfach wahrscheinlich nur. werde ich gerade richtig in den Arsch gefistet. Tut mir jetzt Natürlich. voll leid, nur ich habe euch schon ein paar Mal gesagt, meine Mom sieht das ein bisschen enger als andere. So, jetzt erstmal hier weg und dann so richtig drauf. Bisschen, so, bin wieder also da, ne? Also ich bin gerade auf die Hate-Kommentare vom Video eingegangen, wenn irgendein Team gestorben ist. Ja, das gehört einfach dazu. Ja, aber es ist einfach scheiße, weil sich manche Leute nicht klar machen können, dass es einfach nur ein behindertes Spiel ist. Ja. Heißt sowas. Und da hat sich jemand Healing geholt. Ach, behindert. Aber da komme ich natürlich nicht rein gerade. Doch, du musst dich mit der Kugel Ja, gegenbürsten. ich hatte das gerade nicht ready. Ja, mehr kann man zu dem Projekt eigentlich nicht sagen gerade. Ja. Es ist eben jetzt für mich auch ein bisschen uninteressanter geworden, da ich jetzt keinen wirklichen YouTuber habe, den ich gucke, der noch im Projekt drin ist. Was eigentlich auch schade ist, denn das Projekt könnte ja dazu anreizen, mal neue YouTuber zu gucken. Ja, ich habe zum Beispiel dadurch Peter und also Debitor und Revi gucke ich und Dena habe ich mir dann auch noch angeguckt. Also Revi gucke ich jetzt. Ja. Alter, nicht schon wieder. Nein! Wurde schon wieder anal penetriert. Ja. Die hatten Double Damage, was sollte man da tun? Kennst du Rockstar Oh, aus da. Flaschen? Nicht mehr aus Dosen, die gibt's jetzt so in Aus Flaschen. Flaschen? Ja. Product Placement, nein.
Ja, ist mir gerade egal. Nö, aus Flaschen kenne ich es echt nicht. Ich auch nicht. Und gestern hat mein Bruder das von meinen Eltern bekommen. Na, ich V Plus, Nice. weil ich V Plus bekommen habe. Ein Sixpack haben die dem Sixpack davon mitgebracht. Und ja. Flaschen, krass. Gibt's bei mir gar nicht. Ja, ist wohl neu und so. Finde ich eigentlich voll gut, weil die kannst du halt mit in die Schule nehmen und verschrauben auch. Ich muss mal morgen fragen, wo die die geholt haben, dann hole ich mir auch ein paar Sixpacks davon. Ah, wenn ich damit in die Schule komme, kriege ich bestimmt Dresche oder so. Und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, zu dem Thema jetzt nichts. Auf jeden Wunderschön. Hast du vielleicht auch selber irgendwelche anderen Projekte in Planung? Irgendetwas, was die Zuschauer überraschen wird? 100 Nein, Abo-Special oder so? 100 Abo-Special habe ich jetzt eigentlich nicht geplant. Kein 100 Abo-Special. Ich bin jetzt nicht der, die Gro 100. Ich sag mal so, für mich ist das jetzt, ist es schon eine Riesenmenge. Vielleicht mache ich auch ein kleines Abo-Special schon, aber Ja, Stream ja, oder so wäre ganz cool. kann ich Plan. nicht. Ah, kannst du streamen? Mit einer Ja, ist ja gut. 6K-Leitung schwer, ne? Ja. Ey, das sind die von eben. Bist du von eben? Ja. Gott, wahrscheinlich so gut streamen. Ah, das, ja, das sieht dann so aus wie ein, Egal, lauf nicht hinterher. Heil dich auch. Scheiß Kann ich drauf. heilen? Da komm hoch, Wo komm hoch, bist komm du? hoch. Ich bin auf der Brücke noch. Ja, die werden sich auch heilen. Ja, ist kein Thema. Sollen sie sich doch heilen. So, weiter geht's. Ah, die haben das Healing abbekommen. Naja, wollte ich gerade sagen, genau. Aber wenn du streamst, dann sieht er wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Ja, es kann, also Aber. ich will jetzt, sage ich mal, meine PvP-Sachen umstrukturieren, dass ich dienstags Themen bespreche und Fuck. Alter, was? Hau einfach ab und versuch dich zu heilen. Ich hab grad noch meine Fuck it. Du bist tot? Nein. Yep. Ach man, das läuft gar nicht so gut gerade. Ich krieg das hin. Du kriegst das hin. Ich bin mit in dem Ding. Ja, wenn sie Gefiste. da penetrieren. Sag mir, wenn irgendwie was Wichtiges spawnt, wie Double Damage oder Hier steht Heal. alles im Chat. Ja, ich achte da nie drauf. Okay, ich warte. Dafür bist du Sieht tot. komisch aus. Bin ich tot? Ja. Der will nur, um eines als Beobachter zu dienen. Genau. Healing. Healing gespawnt? Ja. Alter, Jump! Ja, Mann, so. Und. Oh, den einen kannst du vielleicht. Ja, okay, die werden sich jetzt heilen. Kannst du auch machen, wenn du dann hier Totem hast. So, das ist jetzt eine längere, spannende Runde. Oh Gott. Jetzt geht's los. Und da sind hier tot im Kopf. Double Damage. Und die haben Double Damage. Du bist tot. Nein! Alter, wie gay ist das? Warum kann ich meine Shield wohl nicht? Skill can only be used once, sagst du. Ja, das war's. Nein, das ist es nicht. Das ist nie zu Ende mit mir. Denn ich bin der Crazy und gewinne jedes Tier. Jetzt setzen wir das Pferd ein und sind so schnell wie ein Schwein. Sakko. Aber ich bin der Crazy und alles ist gemein. Jump around und Überhaupt nicht turn singen. around. Ich singe immer, was ich will. Alter, ich kann nicht singen. Alter, ich schläge! Was ist das? Du hängst im Block fest. Mann! Ey, das stimmt es nicht. Ey, warum hing ich im Block fest? Ja, ich denke mal, das war's dann für die heutige Folge. Wir haben heute ein bisschen über das Thema Varo geredet. Ja, was ich sagen wollte, ist, dienstags kommen jetzt Themen zum PvP und donnerstags, was wäre wenn? Was wäre wenn wird nächstes Mal erklärt. Habe ich mir so ein bisschen abgeleitet von Würdest du von BTTV und
ein paar anderen Sachen, da werde ich immer Gäste haben und Fragen stellen, was wäre, wenn du in die Zukunft reisen könntest oder so. Aber mehr werdet ihr am Donnerstag dann dazu sehen. Bis dahin, bleibt crazy und tschüssen.